Gut, schön, dass ihr da seid und auch schön, dass du eingeschaltet hast. Halleluja. Wir heißen die Online-Familie herzlich willkommen und studieren miteinander zurzeit den Römerbrief. Römer Kapitel 13. Wir sind mittlerweile in Römer 13. Lass uns mal aufschlagen zum Römerbrief Kapitel 13. Und ich lese da auch ein paar Verse. Was ihr hinter mir seht, ist Mount Rushmore in Süd-Dakota. Und ihr seht genau genommen 4 amerikanische Präsidenten. 2 sind als Engländer geboren worden, und zwar George Washington, der General, dann Thomas Jefferson, der erste und der dritte Präsident. Der andere ist Theodore Roosevelt, der 26. Präsident, und der andere ist der 16., nämlich der Sklavenbefreier Abraham Lincoln. Das hat einen Grund, weshalb ich die im Hintergrund habe. Das sind fantastische Demokratietheoretiker gewesen. Der General Thomas Jefferson, vor dem stehe ich jetzt, der hat die Unabhängigkeitserklärung verfasst. James Madison wahrscheinlich war leider nicht zu haben, der hat die Verfassung geschrieben der Vereinigten Staaten. Es waren damals alles junge Leute in ihren 30ern. Hammerdenker. Okay? Denen haben wir viel zu verdanken, wenn wir jetzt über Römer Kapitel 13 reden und über das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. In Römer Kapitel 13 geht es nämlich über das Verhalten gegenüber der Obrigkeit. Wer Bibel dabei hat, hat es aufgeschlagen. Amen. Na, nochmal, George Washington war ein General, der hat die Unabhängigkeit erkämpft. Der andere hat die Unabhängigkeitserklärung verfasst. Teddy Roosevelt, der hat einfach gut reden können und sich gut präsentieren können. Ja, ein Populist, ein sogenannter. Und Abraham Lincoln war natürlich der Sklavenbefreier und derjenige, der die Union zusammengehalten hat. Gut, die habe ich hinten eingeblendet, weil die einen weltweiten Einfluss haben. Okay. Andere solche Denker gibt es eigentlich praktisch fast nicht mehr. Deswegen sind die jetzt hinten. Okay, Römer Kapitel 13, ich lese zunächst ein paar Verse. Und zwar heißt es, jede Seele, sag mal jede. Jede Seele. Unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Und da verdrehen ein Haufen Leute schon die Augen. Okay. Und sagen, im Ernst jetzt, Pastor, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Ja, ihr Lieben, ich sage euch mal was. Ordnung ist besser als Unordnung. Okay, eine staatliche Ordnung ist besser als eine Unordnung. Anarchie ist nicht gut. Wenn du wissen möchtest, wie das ist, wenn ein Land keine Regierung hat und jeder so lebt, wie er das für richtig hält, dann musst du mal das Richterbuch lesen. Mord und Totschlag, Chaos noch und nöcher. So will kein Mensch leben. Die Leute hatten so viel Angst und so viel Sicherheitsbedenken, dass sie nicht mehr vor die Tür gehen konnten teilweise. Dann hat Gott sich in seiner Barmherzigkeit erbarmt und hat immer wieder Richter gegeben. Also gesalbte, charismatische Persönlichkeiten, die Leiterqualitäten hatten, die hat Gott dann eingesetzt. Und die haben dann die Völker, das Volk wieder befreit, das Volk Israel immer wieder. Ja? Nachdem es sich in große Schwierigkeiten hineingeritten hat, kam Gott mit einem Mann Gottes um die Ecke, mit einem Richter, der das Ganze wieder gerade gebogen hat. Hast du das gehört? Das ist wichtig. Wenn du denkst, oh Mann, unsere ganze westliche Gesellschaft kriegt mehr und mehr Schlagseite. Wir sind schon fast wie die Titanic. Die fiedeln hier und ordnen die Stühle auf Deck an, während die Kapelle noch spielt, während in der Zwischenzeit das Ganze schon langsam Schieflage bekommt und wir dabei sind abzusaufen. Ihr Lieben, da kommt der Herr, nimmt das Ganze und biegt das Ganze wieder gerade. Das hat er in der Zeit der Richter gemacht und das macht er auch heutzutage. Okay, es gibt Hoffnung, in anderen Worten. Aber zunächst mal halten wir fest, staatliche Autorität ist von Gott eingesetzt, er will das. Lies mal Matthäus Kapitel 28, Vers 18. Jesus erscheint den Jüngern und was sagt er zu ihnen? Er sagt, mir ist gegeben alle Macht, alle Autorität, Exousia, Autorität, im Himmel und auf Erden. In anderen Worten, an ihm geht hier nichts vorbei. Okay, an ihm geht hier nichts so. Er wird nie mit Sachen konfrontiert, von denen er dann sagt, oh, das überrascht mich jetzt, das passiert beim Herrn nicht. Und wenn Härten für dich oder für mich anstehen, dann ist es immer nur für eine Zeit lang. Und der Herr hat einen Plan damit. Okay, schau, das Wichtigste im Leben für Gott ist nicht, dass du bequem liegst. Immer. Er mutet dir manchmal Härten zu, weil durch die Härten, die du erlebst, andere Leute dann zum Herrn kommen. Frag mal Jesus in Gethsemane. Okay, der hat gelitten. Der hat wirklich, wirklich gelitten. Und anderen ging es genauso. Es ist am Maß an Leiden verbunden.
manchmal, okay, ich muss jetzt hier weitermachen, weil ich habe, wie gesagt, noch eine ganze Stange von Sachen, die ich euch mitteilen möchte. Jesus sagt also, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, an ihm kommt keiner vorbei. Und jetzt sagt Jesus nicht, weil mir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, deswegen geht jetzt hin und erobert die Länder. Das macht er nicht, sondern was macht er? Er sagt, deswegen geht und lehrt alle Völker, halten, was ich euch erzählt habe, was ich euch gelehrt habe. In anderen Worten, Jesus will die Herzen der Menschen. Er will sie nicht politisch dominieren, er will die Herzen gewinnen. Okay. Wichtiger Punkt, dürfen wir nicht vergessen. Denn schau, wenn die Herzen mal Jesus gehören, dann löst sich das mit der staatlichen Autorität und diesen ganzen Dingen irgendwie von selber auf. Okay? Nun gut. Machen wir ein bisschen weiter. Also, wenn du die Herzen gewinnst, dann gewinnst du die Gesellschaft und den Staat, würde ich sagen. Und deswegen ist Folgendes ganz wichtig und das ist eigentlich schon mein wichtigster Punkt für heute Abend. Wenn du jetzt wieder abschalten tust, ja, dann merk dir Folgendes. Gebet für die Regierung wird notorisch unterschätzt und politischer Aktivismus wird notorisch überschätzt. Gebet wird notorisch unterschätzt, auch von Christen, von massenweisen Christen. Massenweise sind Christen agitiert und grämen sich über alles Mögliche und regen sich auf und so weiter und verkennen vollkommen ihre Macht im Gebet. Ja. Deswegen sagt Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1, ich lese euch das mal vor, was da steht. Da heißt, wenn du deine Ruhe haben willst vor der Regierung und von bösen Menschen und so weiter, dann bet. Ich ermahne nun vor allen Dingen, vor wie vielen Dingen? Das sind ziemlich viele. Vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten ja, und Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Wozu? Damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen können. Das Wort Leben hier ist nicht das Wort Zoe für geistliches Leben oder Psyche für Seelenleben, sondern Bios für natürliches Leben, irdisches Leben, fleischliches Leben. Also wir beten für die Könige und so weiter, damit wir ein ruhiges und stilles Leben als Staatsbürger haben. Wenn du ein ruhiges und stilles Leben als Staatsbürger haben möchtest, dann bet für die Regierung. Richte dich nicht nur über sie auf, sondern bet vor allem für sie. Und jetzt nicht, oh Herr, lass alle ihre Pläne was werden, sondern im Gegenteil, Herr, setz deine Pläne durch diese Leute. Ja, wir müssen bedenken, schau, Gott benutzt Regierungen. Gott benutzt die tatsächlich und er salbt Leute für Positionen in der Regierung. Denk nur mal an Josef. Pharao war überfordert und hat es erkannt. Er hat einen Traum gehabt, wusste den nicht einzuordnen. Dann hat man ihm erzählt, ja, da gibt es einen, der weiß es. Und dann hat man Josef genommen. Aufgrund seiner Expertise hat ihn aus dem Gefängnis geholt und der Pharao hat ihm seinen Traum erzählt. Josef wusste sofort, wie dieser Traum auszulegen ist und er wusste auch gleich, wie das in ein politisches Programm umzusetzen war. Und der Pharao, der war so dermaßen fasziniert, dass er gesagt hat, diesen charismatischen Mann, den wollen wir. Und dann hat er ihn eingesetzt und dann hat er machen dürfen. Und er hat nicht nur das Land gerettet und das Volk gerettet, sondern auch die ganzen Länder drumherum, inklusive seiner eigenen buckligen Verwandtschaft. Lies es nach. Du kannst lesen im 1. Buch Mose, Kapitel 37 bis zum Ende, da liest du das. So, Gott hat den Josef benutzt. Und Josef hat dem Pharao treu gedient, also für meinen Geschmack schon fast ein bisschen zu viel, weil zum Schluss, als Josef fertig war, hat nämlich das ganze Land, also buchstäblich, die Äcker und die Ländereien und so weiter haben dem Pharao gehört. Und die Leute haben sich dem Pharao auch verkauft, sodass sie seine Sklaven waren. Zum Schluss gab es einen, der geherrscht hat und alle anderen waren niemande. Also das ist nicht ideal, aber Josef hat es herbeigeführt. Gleichzeitig haben die aber alle überlebt. Du sagst, ja, du, Josef ist ja gut. Und dieser Pharao, der war ja intelligent, der hatte ja Hirn. Aber es gibt dann noch den anderen Pharao, ein paar hundert Jahre später. Na, was machen wir zum Beispiel, wenn der Staat ankommt und sagt und verlangt, dass wir kleine Kinder in den Nil werfen sollen? Na, was machst du dann? Dann stehst du da und sagst, in Römer 13, da heißt es, jede Seele unterwerfe sich der staatlichen Ordnung. Wenn der Staat sagt, wir sollen kleine Kinder in den Nil werfen, so wie der Pharao befohlen hat, die hebräischen Kinder in den Nil zu werfen, die männlichen wenigstens, dann machen wir das halt. Nö, Freunde, irgendwo hat es ein Ende.
Irgendwo hat der Gehorsam der Obrigkeit gegenüber eine gewisse Grenze. Okay, und zwar da, wo er unser Gewissen übertritt, da, wo er sich in Sachen einmischt, die ihn eigentlich nichts angehen. Aber das muss ich erklären, wenn ich heute noch dazu komme. Zunächst einmal, was sind überhaupt die Aufgaben des Staates? Zwei einfache Dinge, vollkommen schlichte, einfache Dinge. Sicherheit nach außen durch ein Militär, das den Namen verdient, und Sicherheit nach innen durch eine funktionierende Polizei. Okay? Militär und Polizei sind Diener Gottes. Habt ihr das mitgekriegt? Ich kann euch das aus der Bibel zeigen. Ich habe heute nicht die Zeit, weil ich noch viele andere Sachen sagen will. Halten wir mal fest. Diese Dinge sind die Aufgaben, die der Staat hat. Er hat nicht die Aufgabe, Mikromanagement im Leben der Menschen zu betreiben oder Transformationen anzuleiern oder was weiß ich was alles. Das sind alles nicht eigentlich seine Aufgaben. Da hat er keine Salbung dafür und deswegen gelingt es auch meistens nicht. Eigentlich nie. Okay, halten wir fest, der Staat hat bestimmte Aufgaben und der Bürger hat bestimmte Aufgaben. Und du und ich, wir sind froh, dass es die Polizei gibt, sag mal jemand Amen. Ich habe aber auch da, mir ist es vollkommen klar, dass wenn jemand ein Gewaltmonopol hat, ein Monopol wird immer ausgenutzt, es tendiert dazu, ausgenutzt zu werden. Ja? So wenn also der Staat das Gewaltmonopol hat oder das Militär über die Waffen verfügt und so, dann müssen die besonders eingehegt werden. Dann müssen die Macht von diesen Leuten muss dann besonders begrenzt werden. Versteht ihr das? Weil die können sonst alles machen. Na, wenn du der Staat bist und du unbegrenzte Mittel hast, dann kannst Bevölkerungsgruppen terrorisieren, du kannst alles Mögliche kannst du machen. Deswegen haben diese Denker hinter mir, die abgebildet sind dort, nachgedacht, intensiv nachgedacht und sind auf was Brillantes gekommen, nämlich die sogenannte Gewaltenteilung. Die haben dafür gesorgt, dass kein Teil der Regierung zu viel Macht hat. Dass die Teile der Regierung sich jeweils immer kontrollieren. Zum Beispiel die Regierung, die kann nicht einfach Befehle erlassen, ab heute müssen alle die Unterhosen draußen außen tragen. Okay? Oder so ein Quatsch. Na, versteht ihr? Können die nicht machen, weil sofort kommt ein Richter und sagt, halt, stopp, dafür gibt es kein Gesetz. Zum Beispiel. So kann ein Richter die Exekutive, also in einer von der Regierung stoppen. Und die Regierung, die dürfen nur machen, was der Gesetzgeber ihr aufgetragen hat als Gesetz. Also die einen machen die Gesetze, die anderen setzen die Gesetze durch. Und wenn jemand die Gesetze übertritt, dann gibt es eine dritte Macht im Staat, nämlich die Justiz, die sich darum kümmert, dass die Übeltäter bestraft werden. Und so kontrollieren die sich jeweils gegenseitig. Und das ist prima, Leute, das ist gut, das ist super. Und das gibt es erst seit ungefähr 250 Jahren, seit diese Denker hinter mir fertig waren mit Denken und angefangen haben zu schreiben. Die Amerikaner waren die Ersten. Diese Engländer, die Amerikaner wurden, die waren die Ersten, die sich eine Verfassung gegeben haben. Seitdem geben sich massenweise Länderverfassungen. Eine Demokratie ist so populär, dass sogar die deutsche demokratische Politik, die deutsche demokratische Republik, in einer Form die DDR, Demokratie geheuchelt hat. Die haben dann, wenn sie sich haben wählen lassen, diese Typen, immer mit 98% oder so gewonnen, aber jeder wusste, das ist in Wirklichkeit eine Lüge. Aber sogar die wollten, schau, diesen Anstrich von, wir sind legitimiert durch das Volk, wollten sie haben. Dass das Volk eine Regierung wählen kann, ihr Lieben. Und dass diese Regierung dann wieder abtritt, ohne Blut vergießen. Das ist wunderbar, das ist gut und das ist ziemlich neu. Ja, das gibt es in Teilen der Welt, das ist immer noch so, dass sie sich gegenseitig umlegen, um sich dann eben Positionen zu verschaffen und so. Nun gut, okay. Also, was machen wir? Wir beten für die Regierung, dass die richtigen, was beten wir? Wir beten für, ich kürze es aber auf drei Sachen. Wir beten für Frieden, okay, bürgerlichen Frieden, dass wir in Ruhe die Straßen entlang gehen können, auch am Abend und in der Nacht. Wir beten dafür natürlich, dass die Berufenen an die Macht und an die Regierung kommen. Vier Punkte, okay, vier. Dass die Regierung dient, Du sagst jetzt, ja, aber du, die Politik, die zieht doch Typen an, die Macht lieben und die sich dann an der Macht bereichern und so weiter. Ja, das ist eine Ebene, das wird es wohl immer geben. Aber es gibt dann noch andere, in hohen Beamtenpositionen und so weiter, die eben doch dienen, die verinnerlicht haben, dass der Staatsdienst ein Dienst ist am Bürger. Das Leben des Bürgers leichter zu machen. Nicht schwerer zu machen, Lasten aufzulegen, sondern leichter zu machen, ist die Aufgabe. Ja, und dafür beten wir, dass das passiert.
dass die Bürokratie uns nicht schinden tut und belastet mit allem Möglichen, sondern dass wir dadurch die eine Erleichterung und eine Leichtigkeit erfahren. Ne? Und das Nächste natürlich, also in anderen Worten, dass die Diener sind und natürlich immer, dass die echte Probleme lösen und keine eingebildeten. Ja. Dass die echte Probleme lösen und keine eingebildeten. Dass wenn die Titanic schlagseitig richtig nicht sagen, oh nein, oh Schreck, oh Graus, die Stühle auf Deck sind in Unordnung. Ja? Was machen wir da nur, was machen wir da nur? Blub. Blub, blub. Was passiert, wenn sich die Regierung töricht verhält und der Staat untergeht? Wegen der Idiotie der Ideologie oder der Unfähigkeit des Personals? Was passiert dann, wenn ein Staat kaputt geht? Haben wir ja schon öfter erlebt in Deutschland. In Deutschland haben wir seit 1914, denke ich, fünfmal oder so die Regierungsform geändert und immer wieder neu angefangen. Ja, wer weiß, ob es in den nächsten 100 Jahren nicht genauso ist, dass wir wieder alle möglichen Phasen durchlaufen. So, das ist, wie gesagt, das ist so eine Sache. Was passiert? In dem Moment, in dem das Staatsschiff Schlagseite bekommt, wegen, wie gesagt, Missmanagement oder was weiß ich was, dann muss es eine Gruppe im Volk geben, die immer noch vertrauenswürdig ist. Und ihr Lieben, hört mal, das sind unweigerlich die Christen. Das sind immer und unweigerlich die Christen. Denk mal an die DDR, als die unterging. Plötzlich waren alle möglichen Pfarrer als Politiker unterwegs. Ja. Warum? Weil die Leute gewählt haben, weil die Leute denen vertraut haben. Wenn der Staat untergeht, dann vielleicht hat die Kirche noch was zu sagen. Die Kirche hat was zu sagen. Und ich meine jetzt nicht die Amtskirche, sondern ich meine die Kirche, die wirklich vor Gott lebt, Gott ernst nimmt und nach ihm lebt. Okay? Schau, die Leute merken das, die Leute wissen das auf einer bestimmten Ebene und die kommen dann auf solche vertrauenswürdigen Leute zurück in der Krise. In der Krise suchst du nach denjenigen, die Orientierung haben. Und es sind du und ich, wir haben Orientierung. Okay, wir orientieren uns an Jesus, wir stehen auf dem Felsen, wir sind die Felsen, die auf dem Felsen gegründet sind. Ja, Felsen. Ja, so ist es. Ganz, ganz wichtig. Schaut, es gibt verschiedene Krisen in verschiedenen Ländern und eine der größten und wichtigsten Krisen, das war die Krise des Römischen Reiches 452, Anno Domini, als Attila der Hunnenkönig auf Rom marschiert ist. Der unbesiegbare Hunnenkönig mit einer Gespensterarmee, die aussahen wie Dämonen, ja, Reiter. Die sind angekommen und wollten Rom erobern. Und der Kaiser ist da nicht losgegangen. Der hat den Papst Leo vorgeschickt als Verhandler. Und südlich vom Gardasee haben sie sich getroffen. Der Hunnenkönig und der Papst Leo, 452. Und sie haben verhandelt. Was dort geredet wurde, weiß kein Mensch. Aber Attila ist abgezogen und hat Rom in Ruhe gelassen. Und wenn ich jetzt Leo gewesen wäre, ich habe mir gedacht, wenn ich Leo gewesen wäre, was hätte ich dem Attila gesagt? Und ich sage euch, was ich ihm gesagt hätte. Mir sind aber gute Sachen eingefallen. Ich hätte zu ihm gesagt, Attila, Attila, Rom ist voller Christen, die beten jetzt. Und es muss nicht gut für dich ausgehen, Attila. Attila, willst du sterben wie König Herodes Agrippa, der Erste? Der hat den Apostel Jakobus mit dem Schwert getötet. Und weil alle vor Begeisterung geklatscht haben, hat er auch noch den Apostel Petrus eingesperrt. Aber die Gemeinde hat gebetet. Apostelgeschichte 12, die Gemeinde hat gebetet. Was ist passiert? Ein Engel hat den Petrus befreit. Und was ist mit dem Herodes passiert, mit seinem Verfolger? Am Ende des Kapitels kannst du das nachlesen. Ein Engel des Herrn schlug ihn und von Würmern zerfressen verschied er. Attila, willst du auch Freundschaft mit den Würmern schließen? Oder denk an den Kaiser Domitian, der die Christen blutig verfolgt hat. Weißt du, was der gemacht hat? Den haben sie ermordet. Was ist mit Diokletian gewesen? Nachdem er die Christen verfolgt hat, wurde er zum Gespenst. Er wurde so krank, dass er kaum mehr laufen konnte. Er ist wie ein Geist in seinem Palast umhergegangen und andere Leute mussten herrschen an seiner Stelle. Oder denk an den Kaiser Galerius im Osten, der da gewütet hat gegen die Christen. Zum Schluss hat er Krebs bekommen und ist zu den Christen gekommen, ist angekrochen gekommen und hat gesagt, betet für mich, betet für mich. Hat nichts mehr geholfen, er ist gestorben. Attila, willst du das auch?
Adela, denk mal an den Gottkönig Pharao aus der Bibel. Mose kam und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und die Staatsmacht und der Eroberer, der Gottkönig, hat gesagt, nein. Gott hat ihn so gedemütigt, dass zum Schluss sein ganzes Land, die Wirtschaft des Landes, zerstört war. Adela, denkst du, dass es ein Zufall war, dass der Pharao erst sagt, werf die Kinder in den Nil und dann kommt einer und schlägt auf den Nil und der Nil verwandelt sich in Blut? Ja, denkst du, dass es Zufall ist? Gott hält dich als Regenten verantwortlich, er macht dich als Regenten verantwortlich. Du bist einer höheren Macht verantwortlich, Regent. Vergiss es nie. Und der Pharao war halsstarrig. Adila, halt. Der war halsstarrig so sehr, dass er mit Läusen, dass er mit Heuschrecken, dass er mit Fröschen, dass er mit allem Möglichen zu tun hatte. Und zum Schluss wurde es Nacht über seinem ganzen Reich, nur über den Christen, nur über den Gläubigen. Damals war es immer noch hell. Und dann ist noch was passiert. Nachdem er sein Knie nicht gebeugt hat und den Willen Gottes nicht getan hat, hat Gott den Erstgeborenen des Pharao und nicht nur des Pharao, sondern des ganzen Volkes geschlagen. Die sind alle gestorben. Adela, willst du, dass dein Erstgeborener auch stirbt? Dass deine Erstgeborenen von deinen Frauen auch sterben? Adela, denk dran, was mit diesen Leuten passiert ist. Sie sind alle vor der Zeit gestorben. Willst du, dass jemand anders deine Goldmünzen zählt? Willst du, dass jemand anders deine Frauen erfreut? Denk nochmal genau nach. Oder denk an den Belsazar, für den der Daniel gebetet hat, den König von Babylon. Der war so blöd, dass er eine Orgie gefeiert hat und aus den heiligen Gefäßen aus dem Tempel in Jerusalem getrunken hat. Wie dumm kann man sein und noch schnaufen? Und plötzlich ist eine Hand erschienen. Attila, hörst du mich? Ist eine Hand erschienen und hat an die Wand geschrieben, Mene Tekel. Gewogen, zu leicht befunden. Adela, willst du, dass Gott dich auch zu leicht befindet? Es gibt einen im Himmel, der dir auf die Finger schaut. Es gibt einen, der dich zur Rechenschaft ziehen wird für jede böse Tat, die du hier in Anmaßung deiner Macht begehst. Willst du wirklich so zur Rechenschaft gezogen werden, Adela? Oder denk an den anderen großen König Nebukadnezar. Dem hat Gott tatsächlich die Länder der Welt zugeteilt. Der dürfte herrschen. Der dürfte sich verwirklichen. Gott hat ihm das erlaubt. Das ist eine Ausnahme unter den Königen. Der Mann war, wahrscheinlich war er wirklich ein genialer Mann. Aber der ist so dermaßen hochmütig, so dermaßen machtvollkommen, so dermaßen verstockt worden, dass Gott ihn mit 7 Jahren Wahnsinn geschlagen hat. Adela, willst du auch 7 Jahre Wahnsinn? Der hat sich dann die Haare wachsen lassen und den hat man in den Park zu den Tieren gesperrt. Und dort ist er dann rumgelaufen, nackt und bloß, mit Fingernägeln wie Vogelkrallen. Willst du auch so enden, Adela? Gott wird dich zur Rechenschaft ziehen für die Taten, die du tust, in Autorität. Es hat immer 2 Seiten. Schau, unser Jesus, der Herr der Herren und der König der Könige, der hat sein teures Gewand von unten bis oben durchgewebt, ein teures Gewand, hat er abgelegt, hat sich einen Schurz umgebunden und hat begonnen, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Er hat gedient. Hinterher stand er auf und hat gesagt, ich bin der Herr, ich bin der Lehrer, ich bin der Chef. Wenn ich euch diene und die Füße wasche, dann seid ihr jetzt auch schuldig, einander die Füße zu waschen, einander zu dienen. Adela, wem dienst du eigentlich außer dir selber? Überleg dir nochmal ganz genau, ob du Rom wirklich angreifen willst. Denn Gott hat einen harten linken Haken. Frag nur Saul von Tarsus, der die Gemeinde auch verfolgt hat, so wie du das jetzt tust. Und Gott hat ihn mit einem Schwinger vom hohen Ross befördert und dann lag er im Sand, wie eine Schildkröte, wie ein Käfer auf dem Rücken. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird schwer sein für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. In anderen Worten, ich spieß dich auf, wenn ich Lust habe. Adela, überleg nochmal. Ich gehe jetzt. Friede. Das hätte ich gesagt, wenn ich Leo gewesen wäre. Was ist passiert? Man sagt, es ist die Pest ausgebrochen bei ihm
Und er hat Angst bekommen und außerdem ist aus Ostrom ein Heer angerückt. Und er hat gehört, was Leo erzählt hat und dann ist er abgedampft. Das war 452. Im Jahr 453 ist Attila, der Hunnenkönig, gestorben. Ein Jahr später. Und sein Reich ist zerfallen. Leute haben sich untereinander bekriegt und es war nichts mehr da. Der Wind hat dieses Reich davongetragen. Willst du auch Regierung, dass, wenn du so ohne Gott arbeiten tust, dass der Herr dein hineinbläst in deine Vorhaben und die einfach für nichtig erklärt, wie Stroh im Wind verweht wird? Willst du wirklich so leben, so regieren? Sei dir bewusst, dass du in Gottes Hand bist und bitt ihn um seine Hilfe und seine Mitwirkung. Schaut, eine gute Regierung ist ein großer Segen. Denk an Josef. Auch Saul. Saul war ein guter Mann am Anfang. Saul hat das Philisterjoch gesprengt, oder zumindest hat er es leichter gemacht, unter dem Israel so lange gelitten hat. Militär, Sicherheit nach außen. Na, der König David, schau, König David hat auch gute Sachen gemacht. Er war populär, er war der Mann Gottes. Er hat geherrscht und das Volk war begeistert von seiner Herrschaft. Es gibt auch das. Und an Salomo, unter Salomo ist das Goldene Reich angebrochen und ich sage euch ein Geheimnis. Das Ziel Gottes mit jeder Regierung ist, dass die Rahmenbedingungen schafft für ein goldenes Zeitalter. Habt ihr das gehört? Die Regierung ist dafür da, den Rahmen zu schaffen, ein Gehäuse zu schaffen für ein goldenes Zeitalter. Wir können das nachlesen im 1. Könige Kapitel 5, Vers 5. Die ganzen Jahre, in denen Salomo geherrscht hat, der weiseste König seiner Zeit, und überhaupt aller Tage eigentlich bisher, da hatte das ganze Land Frieden, und zwar von oben bis unten, von links bis rechts. Das ganze Land hatte Frieden, und jetzt pass auf, jeder saß unter seinem eigenen Feigenbaum und unter seinem eigenen Weinbaum, seinem eigenen. Nicht im kollektiven Weinbau, Weindingens da, Wein, der Plantage, sondern jeder unter seinem. Da war Marktwirtschaft, da war Privatwirtschaft und es hat das ganze Land reich gemacht, es hat das ganze Land, dem ganzen Land Wohlstand verschafft. Da kann man noch viel drüber sagen, viel, viel, viel. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr die Zeit dazu. Muss mal schauen, in meinen Notizen habe ich noch was, was ich euch unbedingt mitteilen muss. Wir haben eigentlich jetzt das Wichtigste schon erzählt. Vielleicht noch ganz kurz, ich lese noch ein bisschen weiter aus dem Römerbrief hier. Eigentlich hat das Kapitel drei Teile. Ich sage euch das ganz kurz. Der erste Teil ist das Verhalten gegenüber der Obrigkeit, die ein Segen ist. Ich lese euch das mal vor. Okay? Der zweite Teil von Vers 6 bis 10, der handelt von der Liebe als der Erfüllung des Gesetzes. Weil es ist eine Sache, sich ständig mit dem Staat auseinanderzusetzen. Wir leben alle in Gemeinschaften, in Nachbarschaften. Und hör mal, diese Nachbarschaften, die sind wichtiger als der staatliche Überbau. Also langfristig und kurzfristig. Okay? Und das sollen wir also in Liebe wandeln, den Leuten gegenüber. In anderen Worten, bei der Witfrau, die gegenüber wohnt bei dir, da siehst du, dass ein Haufen Schnee auf dem Gehsteig liegt. Was machst du also? Gehst rüber und schiebst dir den Schnee weg. Da ist es noch dunkel, keiner sieht's, was du da an guter Werk, an guten Taten tust, muss keiner wissen, aber das magst du einfach deswegen, weil der Herr Gott ist und weil du die Menschen liebst, weil du in Nächstenliebe leben willst. Schau, solche Kleinigkeiten machen es, ihr Lieben. Ein Lächeln. Du siehst einen Kollegen, der da sitzt, ja, und irgendwie hat er schon seit Tagen, oder eine Kollegin hat schon seit Tagen so dieses, was ist los mit mir, Gesicht auf. Und du lächelst die Person einfach nur an. Gibt dir was? Ja, Kleinigkeiten, sag mal Kleinigkeiten. Kleinigkeiten machen das Kraut fett. Kleinigkeiten bewirken was. Ja, Anruf vielleicht bei irgendjemandem, das ist gut, muss man können, ja, aber ist wunderbar. Oder irgendwie, dass man jemanden wertschätzt oder sonst was in irgendeiner Form, jemanden anderen liebt, das ist wichtig, das ist gut. Paulus sagt hier, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen und so weiter und so fort. Das kannst du alles zusammenfassen unter ein Gebot, lieb deinen Nächsten. Ja, das ist wichtig, dass wir uns nicht nur dauernd so mit Nachrichten und mit Denken an den Staat und so weiter beschäftigen, sondern dass wir vor allem auch aktiv werden in unserer kleinen Welt zum Guten. Ne? Weil, hör mal, es gibt viel zu viele, die unterwegs sind, um die Welt zu retten, deren Zimmer daheim schauen aus wie Sau. Allen Ernstes. Die sind nicht in der Lage, ihre Zimmer aufzuräumen, wollen aber die Welt retten. Ihr Lieben, so funktioniert das nicht. Wer erst mal König in deinem eigenen Leben. Rett erst mal, ja,
deine eigene Mülltonne und dann rette den Rest der Welt. Amen. Okay, gut. Jetzt lese ich noch zum Abschluss ein paar Verse vor. Wir sind jetzt wieder bei der Obrigkeit. Römer Kapitel 13 und Vers 2 noch einmal. Wer sich der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Gericht empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das Böse. Jetzt wissen wir auch schon gleich die politische Theorie Gottes. Die Macht muss Gutes tun, um legitim zu sein vor Gott. Wenn die Macht ankommt und sagt, schmeißt kleine Kinder in den Nil, was haben die Hebammen gemacht? Haben die das gemacht? Nein, haben sie nicht. Sie haben passiven zivilen Ungehorsam geleistet. Sie waren hohe Funktionäre und die haben ganz einfach gebummelt bei der Arbeit. Die kamen einfach immer zu spät. Da war es dann schon zu spät, dass man das Kind noch in den Nil werfen sollte, konnte. Ja, man muss da auch wissen, man darf sich nicht jeden Kampf anziehen. Johannes der Täufer hat gedacht, er muss sprechen gegen den Herodes, weil der seinem Bruder die Frau ausgespannt hat und es ist nicht richtig und da muss man was drüber sagen. Und was hat es gebracht? Es hat ihn einen Kopf kürzer gemacht. Ist doch schon mal aufgefallen, dass Jesus praktisch nie zur politischen Situation seiner Tage spricht? Er legt sich später, ganz zum Schluss, gezielt an mit den Pharisäern. Die beleidigt er tödlich. Er ruft ihnen 7 Wehe zu. Und die waren so sauer, dass sie ihn packen und zum Schluss töten. Und genauso sollte es ja auch sein. Also such dir die Kämpfe aus, die du kämpfen willst. Und ansonsten lieb deinen Nächsten und lieb Gott und tu Gutes und vertraue Gott, dass er Gebet erhört. Okay, ich muss jetzt noch ganz kurz weitermachen. Ich habe noch einen wichtigen Punkt. Der letzte Punkt jetzt hier ist folgendes. Ich lese jetzt mal Vers 3. Zweiten Teil. Willst du dich vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. Und du wirst Lob von ihr haben, denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Die Regierung ist Gottes Dienerin. Die Regierung ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Das sehen wir wieder. Der Staat dient gefälligst dem Diener, dem Volk zum Guten. Wenn du aber das Böse tust und ein Krimineller bist, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Was macht man mit einem Schwert? Benutzt du ein Schwert, um Butter aufs Brot zu streichen? Ich habe noch nie gesehen, dass meine Frau morgens in mein Büro gegangen ist, da hat mir irgendwann mal jemand so Schwerter geschenkt, ja, die stehen da halt jetzt rum, dass die da jetzt hingeht und eins von denen sich schnappt und dann anfängt mit dem Dingens da Butter auf Brot zu schmieren. Dafür sind Schwerter nicht da. Schwerter sind zu was anderem da. Ja, so wie Pistolen und Gewehre sind für bestimmte Dinge da. Wenn du also das Böse tust, denk dran, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Okay, ihr kennt alle den Vers aus Römer Kapitel 12, Vers 19. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Kennen wir, ne? Kennen auch Heiden, kennen alle. Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Und jetzt pass auf, mein ist die Rache, sagt der Herr. Und jetzt gehen wir runter zu Kapitel 13, Vers 4. Die Justiz und die Regierung sind Gottes Diener. Sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe. Merkt ihr was? Gott sagt, mein ist die Rache. Und dann delegiert ihr den Vollzug der Rache an die Justiz, an die irdische Justiz und an die Polizei und an die Regierung. So, mein ist die Rache, sagt der Herr, und er sagt, ja, und um meine Rache zu vollziehen, habe ich eine Dienerin geschaffen, die Regierung, die Polizei, die Justiz, und die vollzieht es. So ist es auch wichtig, dass sich Richter und Gesetzgeber im Klaren darüber sind, dass sie eine Verantwortung vor Gott haben, die Bösen auch wirklich zu bestrafen und die Guten zu belohnen und laufen zu lassen. Amen. Okay, darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottesdiener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Also zum Gutes tun, zum Ordnung schaffen und so weiter. Das ist die Aufgabe und so gehen wir auch, so betrachten wir auch den Staat, dass er eine von Gott gesetzte Ordnungsmacht ist. Wir denken daran, dass wir zum Schluss diejenigen sind,
Ja, wenn Politiker sich nicht verantwortungsbewusst verhalten, wir Christen verhalten uns verantwortungsbewusst. Okay? Weil wir sind die letzte Verteidigungslinie vor dem Chaos. Wir sind diejenigen, die zwischen den Leuten und dem Chaos stehen, wenn wirklich alles kaputt geht und den Bach runtergeht. Okay? Denk an Papst Leo. Und Gott hat ihn benutzt, um den Hunnenkönig, den Barbaren, wegzuschicken. Und es hat geklappt. Ja, so halten wir mal fest. Auch wenn es immer wieder mal das Staatsschiff Schlagseite bekommen kann, da gibt der Herr eben einen Richter, wie im Buch der Richter, oder einen König wie Saul oder David oder Salomo, um das Ganze wieder gerade zu biegen. Aber das passiert nur dann, schnell und zügig, wenn das Volk Gottes beten tut, gläubigen Herzens, vertrauensvollen Herzens. Hey, wir haben viel mehr Macht, als wir denken. Wir müssen gar nicht so viel demonstrieren, wir müssen vor allem eins machen, ja, vor den Herrn gehen und unsere Anliegen dort äußern. Amen. Okay, gut, jetzt tut man ein bisschen beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken für dir für die klare Richtungsweisung, Herr, die du uns gegeben hast, die du der Regierung gegeben hast und uns, Herr. So, Vater, helf uns, gute Bürger zu sein, helf uns, gute Regenten zu sein, Herr. Denn wir erkennen, dass dein Auge auf uns ruht und dass wir uns vor dir verantworten müssen, als Regierung und als Bürger. Amen.